So, hier ist mir wieder was Schnuggeliges zugelaufen. Eine Bandit. Im gepflegten Zustand. Ne, sieht doch alles super aus. Tja. Oh, ich glaube, der Gabelzimmerring ist undicht. Schlimm, schlimm, schlimm. Was gibt's hier sonst noch so? Jetzt nur mal so, jetzt mal Spaß, aber war der Spaß weg. Das Ding hat nicht viel gelaufen. Gut, dass die halt geliebt wurde ohne Ende, das sieht man. Aber wenn ich jetzt mal hier wieder so anschaue, guck. Die Ausformulare, die ist ja aus Edelstahl. Da ist nichts sauber machen. Gut, der Endschalter war sehr scheiße. Aber das ist alles gar nicht so ein Schrott, wie das im ersten Moment aussieht. Weil, ich weiß, er war noch vor gar nicht so lange, echt so langer Zeit her. Reifen wurde neu drauf gemacht. Das ist halt alles dreckig. Aber noch volles Profil. Die Bremsscheiben sehen komischerweise auch noch gut aus. Das ist, die Kette ist scheinbar durch, ne? Also da sieht es scheiße aus. Hinterradreife ist auch noch top. Gut. So, das habe ich hier schon losgeschraubt. Einfach mal los. Ja, so ohne die Sitzbank. Ja, da. Hat sich vielleicht immer Eichhörnchen oder irgendwas da niedergelassen, man weiß es nicht. Gut. Da war auch noch nie ein Tropfen Wasser. Apropos Tropfen Wasser. Er sagt, das Motorrad hat Wasser gezogen, weil der Tankdeckel nämlich undicht ist. Und ich habe jetzt schon mal geguckt. Vergaser habe ich unaufgemacht, da kam tatsächlich Wasser raus. Also da ist momentan noch nicht viel los. Dann müssen wir mal die Vergaser runter machen. Da hinten, die Luftfilterkasse habe ich eben gerade schon rausgemacht. Hier hat auch Wasser drin gestanden, da habe ich gerade schon abgeputzt. Ah ne, da steht es noch. Das seht ihr, das ist nicht Benzin, das ist Wasser. Gut. Die Suzuki. Ich schmeiße jetzt erstmal ein bisschen was davon weg und dann mache ich es immer sauber. Mal weiter gucken. Jetzt noch eine Schraube. Na ja, gut. Guck mal. Ist mir gerade zugelaufen. Bandit 600. Was ist denn hier? Ja. Die stand irgendwo im Garten. Nee, oder? Ja, hier hinten hat irgendwie einer eingebaut. Da Eichhörnchen sind. Ja, Eichhörnchen, ja. So gibt's sieht's aus. Ja. Das Woodwerkzeug wie neu. Ja. Ich würde sagen, Umbau, Kaffeeräser. Was sonst? Mal ein bisschen Putze. Sieht ein wenig dreckig aus. Mach alles ab, was nicht dran gehört. Genau. Und dann wird abgeflext und Arsch geleckt. Gut, ist jetzt da ein bisschen Dampf strahle ich sie mal ab. Mal sehen, ob sie wieder hübsch wird. Später. Habt ihr den Ofen gesehen, wie er gerade kam? Leuchten wir mal da oben rein, ne? Das ist doch tippitoppi. Das war nur dreckig. Es sieht aus wie neu. Top. So. Was machen wir?
Wir machen logischerweise einen Kaffeeräser draus. Was soll es denn sonst werden, ne? Ich jag den Video heute Abend noch hoch. Ihr Freaks, ihr schlaft immer so lang. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Videos gemacht. Motorrad gekriegt. Angefangen. Angebote zum Verkaufen, was ich jetzt hier auch mache. Angebote zum Verkaufen. Keine Rührung. Nix. Ihr seid ja immer cool, ne? Ich angefangen. Verliebt. Aus. Dann ist es mir. Dann geht's in meine Sammlung. Fertig. Aus. Dann gibt's nichts mehr. Und genau das kann jetzt hier auch passieren. Entweder ihr steigt jetzt ein, bevor ich einen Handschlag mache. Wir haben heute Freitag und vor Montag mache ich an dem Ding nichts, habe noch eine Arbeit. Wenn ich da aber jetzt anfange, dann ist rum. Gehen trotzdem mal durch, was ich weiß. Es hat erst ausgesehen, als wäre die Gabel undicht. Das weiß ich aber noch nicht so ganz genau, weil so viel war es nicht. Vielleicht ist es noch nicht einmal undicht. Das werde ich halt noch prüfen. Aber ihr könnt mitrechnen, dass er vielleicht undicht ist. Die Reifen habe ich schon beschrieben, die sind mir neu. Bremse ist auch noch alles gut. Motor läuft übrigens. Die Vergaser sind verdreckt, da ist Wasser drin. Aber ich habe es erst schon mal laufen lassen. Motor rappelt nicht und gar nichts. Der ist richtig gesund. Kette. Weiß ich auch nicht so ganz genau. Na naja, gut. Naja, dahinter zieht sich noch nicht einmal weg. Mit Saubermacher, mit nochmal richtig reinigen können wir sie nochmal lassen. Aber man kann sie halt auch erneuern, ist ja kein Geld. So. Und dann würde ich sagen, Rahmen hinne ändern. So wie wir es hier schon mal gemacht haben. Ich habe hier eine drin, der ist ein roter Tank drauf gebändelt, die war vom Jan. Da haben wir sogar alles zerlegt und haben den Rahmen sogar schwarz lackiert. Hier die Rahmenfarbe sieht gar nicht so schlecht aus. Das Rad hinne, das dreht sich auch. Das ist auch nicht die Bremse fest. Also hier muss gar nicht so viel gemacht werden. Oh. Und für das gute Stück, Batterie hat auch noch Saft, es stehen 29.000 Kilometer auf der Uhr. Das Motorrad hat nicht viel erlebt, die ist halt nur gefahren worden. Habt ihr gesehen, geputzt wurde die wahrscheinlich schon jahrelang nicht mehr, stand halt da doof rum. Aber ich verkaufe sie nicht einfach so, ne? Also nicht, dass jetzt einer denkt, ich verkaufe die und hin. Wenn ich sie verkaufe, wird sie hier als Kaffeeräser umgebaut und ihr könnt mitarbeiten. Da kann man das alles nochmal durchsprechen. Für das Ding, so wie es jetzt da steht, will ich 850 Euro haben. Aber nur in Verbindung hier Umbau. Gut. Macht euch Gedanken, ich setze den Film nachher rein und das Angebot gilt so lang, solange ich keinen Handschlag dran mache. Wenn ich anfange und flexe den Rahmen ab und mache und tue, ist es schon aus. Dann ist es mir Bescheid.